don't want to set the world on fire. Einen traumhaft wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der postapokalyptischen Welt und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich zusammen mit euch das schöne Ding hier aufbauen. Und zwar ist das die T51 Power Armor mit der Nuka-Cola-Bemalung für die 3-0 Action-Figur. Und ich will jetzt nicht groß quatschen, ich fange jetzt einfach an. Und ich werde so machen, ich baue das Ding jetzt vor der Kamera auf und werde nebenbei ein bisschen quatschen über die Power Armor selbst, wo man die findet, in welchen Spielen und was ist gerade aktuell in Fallout 76 und so weiter und so weiter. Also, los geht's. So, liebe Leute, hier haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Wir haben das Power-Rüstungsgestell mit einer Dame drin. Wir nennen sie jetzt mal Rita. Und wir haben hier das Rüstungsset für die Power-Armor. Hier sind alle Teile drin, die wir brauchen. Und die baue ich jetzt Stück für Stück hier an die Figur dran. Das ist jetzt auf dem Kopf für euch, weil ich muss es für mich so gedanklich und bildlich vorstellen wegen Anbauen. Ich lasse es jetzt erstmal so und ich fange jetzt an mit Bauen. So, ich habe vorhin überlegt, wie mache ich es? Fange ich unten nach oben an, oben nach unten? Ein Haus baut man von unten nach oben, also machen wir das genauso. Wir fangen unten an und bauen uns nach oben durch. Also fangen wir mit den Füßen an. So, werde ich die Figur jetzt hier irgendwie hindrehen, wie ich es brauche. Und nebenbei halt ein bisschen quatschen. Also, die Nuka-Cola Power Armor gibt es mittlerweile in zwei Spielen. Einmal in Fallout 76 und einmal in Fallout 4. Der feine kleine Unterschied zwischen den beiden ist, in Fallout 4 findet man die Power-Rüstung fertig und die hat dann quasi die Bemalung, die Lackierung. Man kann seine Power-Rüstung in Power-Rüstungsstationen ändern in Fallout 4. Allerdings findet man da nicht die Möglichkeit, sämtliche Power-Rüstung dann mit der Nuka-Cola-Bemalung zu besprühen oder zu bemalen, sondern man bekommt die Rüstung und in der Rüstung sind die Teile halt schon bemalt. Ja? Das heißt, diese eine Rüstung ist diese eine legendäre Power-Rüstung mit der Nuka-Cola-Bemalung. Die sollte man nicht ändern, nicht wegwerfen, weil sonst ist sie weg, wenn man sie aber wegwerfen kann. Nee, geht glaube ich gar nicht. Ich erzähle Blödsinn. Egal. So, in Fallout 76 ist es anders. Da findet man nicht die Power-Rüstung. Na komm her. Sondern da findet man nur einen Bauplan für die T51 Power-Rüstung. Das heißt, man muss erst eine Schnipseljagd überstehen. Man muss an fünf verschiedene Orte quasi, es fängt an, man findet irgendwo in dem Behälter einen Schlüssel und eine Notiz in der Nähe. Dieser führt einen dann weiter zum nächsten Ort. Dort hat man wieder eine Kiste, die verschlossen ist. Die öffnet man mit dem Schlüssel von davor. Man kriegt dafür einen neuen Schlüssel. Man geht zum nächsten Ort und zum nächsten Ort und zum nächsten Ort. Das Ganze wurde sehr schön beschrieben in einem Video von, ich glaube, er heißt Too Dynamic. Too Dynamic, Tatsache. What's up, guys? Welcome back to another video. Der hat das sehr gut beschrieben und er hat auch die Geschichte darum erzählt. Hat er sehr gut gemacht. Ich packe das Video mal als Link in die Beschreibung rein. Wer also die Bemalung für die T51 Power-Rüstung in Fallout 76 sucht, der sollte sich das Video angucken. Ist auf Englisch, aber jetzt nicht unbedingt so schwer zu verstehen. Und dann findet ihr ganz schnell den Bauplan für diese Bemalung. Ich habe die Questreihe schon gemacht, oder quasi diese Schnipseljagd in Fallout 76. Ich habe mir drei Leute geschnappt und bin in die verschiedenen Gebiete. Das Ganze fängt an in diesem Cranberry-Gebiet, der Cranberry Lodge, oder wie das heißt, ich habe das gerade echt nicht im Kopf, tut mir leid, liebe Leute. Dort fängt das Ganze an. Und in der Nähe von Pylon 13, quasi von dieser Monorail, dieser einen Schienenbahn, dort in der Nähe befindet sich auf dem Boden ein Seesack. Neben dem Seesack ist eine Notiz und in dem Seesack ist ein Schlüssel für einen Behälter. Dieser Behälter befindet sich in Waitoga, also ein bisschen weiter südlich. Dieses Gebiet sollte man jetzt als Low-Level-Spieler nicht unbedingt betreten. Das kann doch relativ gefährlich sein, also sollte man doch Leute mitnehmen. Übrigens, Beine, nee, die Füße habe ich jetzt schon fertig. Ja, hier machen wir weiter mit den Beinen. In Waitoga findet man dann diese Kiste. Ich glaube, das war eine Werkzeugkiste. Und in dieser Werkzeugkiste befindet sich dann ein weiterer Schlüssel. Und dieser Schlüssel wird benötigt in Sutton. Das ist so ein kleines Städtchen, Dörfchen, nicht weit weg von Flatwoods. Und dort befindet sich ein Haus. Dieses Haus gehört quasi der Person, um die es in dieser Geschichte geht. Vor diesem Haus befindet sich eine Hundehütte. Und in der Hundehütte ist eine Kiste. Und diese Kiste lässt sich dann öffnen mit dem Schlüssel, den ihr davor in der anderen Kiste von Waitoga gefunden habt. So. Da finden sich dann wieder Notizen zu der Geschichte. Wie gesagt, wird sehr schön im Video erklärt, diese ganze Geschichte. Eigentlich sogar eine sehr traurige Geschichte.
Denn es geht darum, es gibt da eine Mitarbeiterin bei Nuka-Cola und der ihre Mutter, soweit ich es gerade in Erinnerung habe, hat bei diesen Tests mitgemacht und wurde dann quasi süchtig nach Nuka-Cola durch diese Bestandteile, die da drin waren. Manche Sachen waren ja echt verboten. Und wer Fallout 3 gespielt hat, der weiß, dass ja, die Firma Nuka-Cola nicht gerade zimperlich war bei den Tests für neue Produkte. Und bei der Produkttestung für Nuka-Cola Quantum sind sogar einige Leute gestorben. Stellenweise sehr witzig gemacht, allerdings, wenn man sich's mal jetzt auf echt anhört und das mal mit anderen großen Firmen vergleicht, die es heute gibt, die auch verschiedene Tests an diversen Personen, Tieren und so weiter durchführen, ist das eigentlich gar nicht mal so weit hergegriffen. Aber wir bleiben jetzt mal bei der fiktiven Geschichte. Wie gesagt, man hat dann diese Hundehütte, in der ist ein Schlüssel und diese Kiste, also in der Kiste befindet sich dann ein Schlüssel für einen Spind im Nuka-Cola-Werk. Das ist auch nicht weit weg von Sutton. Also es ist, wenn man Flatwoods hat, dann kommt diese große Brücke, dann muss man weiter nach Südwesten und schon hat man die Fabrik gefunden. In der Fabrik sieht man quasi einen Herstellungsprozess, man hat aber noch einen, sag ich mal, Bürobereich. Und dann gibt es auf der rechten Seite im Gebäude, also wenn man jetzt vom Haupteingang reingeht, auf der rechten Seite eine Art Testbereich. Dort konnten quasi Zivilisten hingehen und konnten bei Geschmackstest und ja, wie wird man heute sagen, wenn man jetzt irgendwo eine Weinprobe macht, ja? Man geht irgendwo in ein Weinanbaugebiet und macht eine Weinprobe. So ungefähr muss man sich vorstellen, nur dass man halt bei Wein nicht unbedingt stirbt, sondern nur betrunken wird. Und wie ist Ihr Eindruck? In dem Fall wird man mit experimentellen Nuka-Cola-Sorten gefüttert. So, dann bekommt man ein schönes Formular dazu und schreibt dann rein, wie man das findet, was man da gerade getrunken hat. Und diese Formulare findet man übrigens dort. Dann liest man die witzigsten Geschichten, wie die Leute das so empfinden, diese Getränke. Und stellenweise echt strange. Vor allem nach welchen Kriteriumspunkten diese Geschmäcker quasi untersucht werden. Ja, wie gesagt, und in diesem Probebereich befindet sich auf der anderen Seite, wo quasi die Mitarbeiter stehen, eine Kiste oder ein Spind. Da liegt er auf dem Boden, so ein bisschen schräg so, kaputt. Und in dem Spind befindet sich eine ID-Card. Diese ID-Card führt einen zum Black Mountain, Komplex, würde ich jetzt sagen. Und das ist dann nordwestlich im Waldgebiet. Hat Black Mountain noch irgendwas, ich kann mir den Begriff immer nicht merken. Und da gibt es verschiedene Bunkeranlagen. Das ist quasi, das war eine Firma, die hat da verschiedene, eine Firma, die hat dort verschiedene Bunkeranlagen gehabt und hat die an Firmen vermietet. Man kann quasi die Bunkeranlagen mieten, ja, gerade in der Atomzeit, alle haben ja irgendwelche Atombunker gebaut, sei es Vortex, sei es diese kleinen Mini-Atomschutzbunker, die in allen Städten rumstanden. Und ja, als es da zum Atomkrieg kam, wurden die natürlich gebraucht. So, und deswegen ist das alles auch gut erhalten. Alles, was da drin ist, quasi in diesem Bunkerraum, also in dem einen Bunker, das gehörte der Firma Nuka-Cola. Und da waren verschiedene Sachen drin, verschiedene Spinte, Klamotten, Outfits von Nuka World und halt am Ende dieser Bauplan, um die T-51 Power-Rüstung zu bemalen. Damit die dann am Ende so aussieht wie hier. So, also ihr bekommt in Fallout 76 nicht die fertige Power-Rüstung, sondern ihr kriegt nur den Bauplan. Und was ihr dann noch braucht, ist logischerweise eine T-51 Power-Rüstung, am besten vollständig. Man kann zwar die Teile einzeln bemalen, aber ihr braucht trotzdem eine vollständige, damit es halt richtig episch aussieht. So, ansonsten, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, dieses Outfit, also ich weiß, bei Fallout 4 gab es einen Beweglichkeitsbonus, wenn man die gesamte Bemalung dran hat. In Fallout 76 gibt es das, glaube ich, nicht. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass du da keinen Bonus kriegst, wenn du da... Ach, komm her, ja. Wenn du die Power-Rüstung anhast und das Nuka-Cola-Outfit komplett hast, das bringt dir, glaube ich, jetzt keine Bonuspunkte. So, Arschplatte ist auch dran. Wir machen weiter mit dem Sackschutz. Das heißt, man braucht eine vollständige C51 Power-Rüstung. Wie man an Power-Rüstung kommt in Fallout 76 ist jetzt kein großes Geheimnis. Die stehen quasi überall für jeden zugänglich rum. Es gibt überall irgendwelche Power-Rüstungsständer, wo halt Power-Rüstung und Stative drin sind. Manchmal sind die leer, die haben keine Teile drin. Manchmal ist eine komplette Rüstung drin, manchmal sind es nur drei Teile. Manchmal auch verschieden gemischte Teile. Ich habe es auch schon gehabt, dass ich meine T45 und T51 verschiedene Teile in einer Power-Rüstung gefunden habe. Und mittlerweile ist meine Sammlung eigentlich komplett. Ich habe eine komplette T45, auch wenn die aus verschiedenen Teilen besteht. Das heißt, manche Teile brauchen ja Level 25, manche brauchen Level 45. Die habe ich jetzt gemischt
Wobei ich sagen muss, ich finde T-45 Power-Rüstungsteile, auch wenn sie nicht die besten sind, am seltensten zu finden. Ja, dementsprechend bin ich stolz, dass ich halt eine vollständige T-45 habe. Dann habe ich halt logischerweise eine vollständige T-51 bemalt mit der Nuka-Cola Bemalung. Und dann Nuka World. Na, eigentlich ist es Nuka-Cola. Es ist Nuka-Cola. So, ich muss kurz mal hier richtig gucken, dass ich da dran kriege, weil da hier ist so eine Einrastfunktion. Jetzt hat es klack gemacht, genau. So, der Sackschutz ist dran. Ja, so, die Power-Rüstung habe ich auch. Dann habe ich eine vollständige T-60, die ich immer benutze, wenn ich in eine Atomabwurfszone gehe. Die hat bessere Wertungen hat als die T-51. Ansonsten habe ich immer die T-51 dabei, weil sie einfach mega stylisch aussehen. Ich bin da mega stolz drauf, dass ich die habe. Weil viele haben die nicht und dann werde ich immer gefragt, oh, wo hast du die her? Oder ich renne irgendwo rum, plötzlich bleiben Leute stehen und gucken mich mit neidischen Blicken an, dass ich so eine tolle Power-Rüstung habe, weil die sieht wirklich mega stylisch aus, ohne Scheiß. Ja, dann habe ich noch eine Raider-Power-Rüstung, allerdings ist die nicht komplett, da fehlen noch ein paar Teile. Dann habe ich diese berühmte Bugger-Power-Rüstung von dieser Bugbar-Firma. Dann habe ich noch eine weitere T-51, die irgendwann mal die Vault-Tec-Bemalung aus dem Atomshop kriegen soll. Und was habe ich noch? Habe ich noch eine gehabt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das war's. Es gibt auch noch weitere Power-Rüstungen. Und zwar gibt es die beste, die im Spiel ist, diese oh, wie heißt die jetzt? Ultrazit-Power-Rüstung. Und dann gibt es noch von der Enklave diese X01-Power-Rüstung. Genau. So, jetzt muss ich kurz mal gucken, was ich hier gerade mache. Ich kriege die Arme gerade nicht dran. So rum war's, genau. So rum war's. So. Ja, die habe ich allerdings noch nicht. Ich habe diese ganze Enklave und die Enklave und Bruderschaftsquest alle noch nicht abgeschlossen. Andere haben das schon gemacht, die sind da ganz stolz drauf. Wobei ich sagen muss, diese Ultra-Zieh-Power-Rüstung sieht schon mega stylisch aus, diese X01 ebenfalls. Die sehen alle richtig, richtig episch aus. Ja, nichtsdestotrotz habe ich jetzt bloß mal die Standard-Power-Rüstung und halt die Nuka-Cola, die ich halt am meisten benutze. Ansonsten lohnt es sich auch, die Bugger-Power-Rüstung dabei zu haben, denn die hat noch einen Bonus. Wenn man die vollständig trägt, hat man eine erhöhte Tragekapazität. Das heißt, man ist irgendwo unterwegs, man lootet. Looten und leveln. Das muss drin sein in einem Spiel. Plötzlich Taschen voll. Man kann sich noch Buffout reinschmeißen, um ein bisschen Stärke dazu zu kriegen. Aber wenn gar nichts mehr hilft, zieht man noch diese Bugger-Power-Rüstung an, holt noch ein bisschen was raus und schon kann man wieder schnell reisen. Also das kann ich euch sehr empfehlen. Der Nachteil ist, eine Power-Rüstung wiegt halt ohne Perks 10 Kilo. Allerdings immer noch besser, als wenn man diese ganzen Power-Rüstungsteile irgendwo einzeln rumliegen hat, dann würden sie mehr wiegen. Und das ist mein Struggle, wie man so schön sagt. Denn ich sammle diese Power-Rüstung ja, wie gesagt. Und das Limit der Kisten wurde ja vor kurzem von 400 Kilogramm auf 600 Kilogramm erhöht. Dementsprechend habe ich jetzt ein bisschen mehr Platz trotzdem, als das noch 400 Kilogramm waren. Hatte ich immer so 380, 390 Kilogramm drin. Ich habe mich quasi irgendwie damit arrangiert. Jetzt, wo das erhöht wurde, bin ich trotzdem bei 580, 590, irgendwie ist es immer zu voll. Wobei ich aber sagen muss, da ich ja mittlerweile viel Power-Rüstung benutze, sollte man auch immer Teile dabei haben, um Power-Rüstung zu reparieren. Die brauchen wirklich sehr viel Material, vor allem Federn, Öl, Schrauben, Aluminium und diese ganzen tollen Sachen, die man braucht. Die habe ich jetzt ein bisschen gebunkert und meine Kiste ist quasi jetzt voll mit diesem ganzen Gedöns. Und ich muss trotzdem mal gucken, was ich mache. Da liegen da mittlerweile auch noch ein paar neue Waffen drin, ein paar legendäre Kampfrüstungsteile, aus diversen Abwurfszonen von legendären Gegnern, die ich aber noch nicht benutzen will, weil ich die noch nicht mit Taschen ausrüsten kann. Also, vielleicht geht das auch gar nicht. Ich hab echt keine Ahnung. Momentan trage ich immer noch meine Lederrüstungen mit Taschen drin und verstärkt und bla 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 bla. Trotzdem hätte ich gerne diese Kampfrüstung, weil erstens sieht es mega stylisch aus und haben viel bessere Verteidigungswerte. Ja. Deswegen hätte ich die wirklich sehr gerne. So, wir sind echt schon weit. Jetzt geht es echt schnell, muss ich gerade feststellen. So, jetzt werden wir der Dame den Kopf abnehmen und sie zur kopflosen Reiterin machen. Huha. So, weg mit dem Kopf. Und wir nehmen den one and only Nuka-Cola-Kopf. Zack. Oh. Natürlich sollte dieser Bippus hier oben sein. Steck mal rein. Und zack, ja. So, wird meine Kiste hat jetzt trotzdem 590 Kilogramm drin. Ich versuche schon mal viel wegzuwerfen. Vor allem Schrott, den man nicht braucht. Zum Beispiel Asbest. Glas brauche ich nicht besonders viel. Was fällt noch ein? Ich habe immer besonders viel Holz und Stahl. Ja, braucht man davon endlos viel. Was ich vor allem immer brauche, ist Blei, um neue Munition herzustellen. Ich finde immer mehr Schießpulver als Blei. Natürlich doof, wenn man das Verhältnis nicht hat, weil man kann ja aus
Stahl, Blei und Schießpulver, Munition herstellen oder Schrotpatronen, zum Beispiel brauchst du dann Plastik statt Stahl. Ja, genau. Und so versuche ich halt immer das Zeug auch ein bisschen zu verbrauchen, was ich da habe. Und vor allem, ich finde halt echt immer sehr viel Schießpulver. Und ich benutze es halt nicht genug oder ich kann es nicht genug benutzen, weil ich nicht genug Blei finde. So, okay. Also die Power-Rüstung ist erstmal so fertig. Jetzt fehlen noch die Details. Jetzt habe ich hier noch ein paar Schläuche, die quasi dafür sorgen, dass diese tolle Person hier drinne, nannten sie Rita, auch atmen kann. Ich vermute mal, das wird die Sauerstoffversorgung hier hinten sein. So, Schlauch Nummer 1 ist dran. Dann haben wir noch hier einen Schlauch. Dann kommst du raus. Ja, du Schuft. 2 hours later. Ja, es gibt viele Sachen, die braucht man, manche braucht man nicht. Dann hat man noch vielleicht ein paar Waffen rumliegen, die man halt nur benutzt, wenn man in irgendwelche High-Level-Gebiete geht oder wenn man zum Beispiel in Atomabwurfzonen geht. Ja, man muss halt echt gucken, was man braucht, was nicht. Ich habe mich mittlerweile nur auf eine Art von Waffe spezialisiert oder auf wenige. Das sind vor allem Schrotwaffen, also Pumpgun, Schrotflinte und so weiter, Kampfflinte. Dann mein Jagdgewehr, also mein Scharfschützengewehr benutze ich sehr viel. Da bin ich auch momentan dabei. Ich bin vor kurzem Level 50 geworden, jetzt bin ich Level 52. Und ab Level 50 kann man ja quasi keine Skillpunkte mehr verteilen, sondern nur noch Karten kaufen, wofür ich echt ganz froh bin. Weil jetzt kann ich mir alle Karten besorgen, die ich will. Und meinen Charakter so skillen, wie ich das benötige. Oder wenn ich sage, ich möchte heute mal ein bisschen anders spielen, dann besorge ich mir einfach andere Karten für diverse Situationen. Zum Beispiel, ich bin jetzt gerade dabei, mein Jagdgewehr zu verbessern. Das heißt, ich habe schon ein paar Skillkarten für das Jagdgewehr. Also ich habe Gewehrschütze, ich habe Profischütze und Meisterschütze. Ich habe Gewehrschütze auf 3, Profischütze auf 2 und Meisterschütze auf 1. So, das heißt, die werde ich jetzt noch fertig machen, die ganzen Skillkarten. Also Perception habe ich auf 9. Und ja. Danach geht es dann weiter mit den ganzen Power-Rüstungs-Skills. Das heißt, dass du zum Beispiel weniger Energie von den Fusionskernen brauchst, sodass sie länger halten. Dass du weniger Material brauchst, um sie reparieren, dass die auch länger halten und so weiter und so weiter. Das wird dann mein nächstes Ziel sein. Und passend dazu werden wir das Ganze jetzt hier beenden. Und zwar habe ich hier den Fusionskern. Und witzige Geschichte dazu: Es gab ja einen Ressourcenkrieg zwischen den USA und China, der dann quasi zu dem Fallout geführt hat, also zu dem Atomkrieg. Das Problem war ein Ressourcenkrieg. Die wollten Ressourcen haben, Öl. Und im Krieg, wo der Krieg dann schon ausgebrochen war, hatten sie das hier erfunden, den Fusionskern. Eine sehr gute, effiziente Energiequelle, der das Problem komplett gelöst hätte. Das heißt, sie hätten mit dem Krieg aufhören können, weil die hatten ja dann die Energie. Aber wie sagt man so schön in Fallout, Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Ja, und damit kommen wir zum Ende hier. Blablabla. Ich packe jetzt diesen Fusionskern hier rein. Zack, ja, will ich. Geschafft. Komm rein hier. Zack. So, jetzt ist es drin. Und wir versiegeln das Ganze. Und unsere Power-Rüstung hat Energie. So, wir haben jetzt hier die vollständige T51 Power-Rüstung mit der Nuka-Cola-Bemalung. Ja, und wie gesagt, ich bin halt ein großer Fan von Nuka-Cola. Das ist mein Lieblings-Merchandise in ganz Fallout. Wer meine Videos von den Fallout-Crates gesehen hat, der weiß das. Und ich würde vermuten, dass das jetzt hier mein neues Lieblingsstück in meiner Sammlung von Nuka-Cola sein wird. Denn das Ding ist echt mega episch, mega groß, mega qualitativ, hochwertig. Massiv, sieht echt gut aus. Also ich finde es mega geil. Ich freue mich darüber. Mein eigenes Weihnachtsgeschenk quasi. Ja. In diesem Sinne, eigentlich war ja geplant, dass ich heute ein Fallout-Crate-Video mache. Und zwar von der Fallout-Crate Nummer 6. Allerdings, das verschiebe ich jetzt in die nächsten 2 Wochen. Nächste Woche mache ich irgendein anderes Video. Ich weiß nicht was. Mal gucken. Und jetzt glaube ich, wenn ich jetzt in den Kalender gucke, wenn ich mich gerade nicht irre, Weihnachten fällt auf den Montag. Montag mache ich ja immer neue Videos oder lade neue Videos hoch. Da wird es dann die Fallout Crate Nummer 6 geben, quasi zu Weihnachten als Geschenk für euch. Und vielleicht noch eine kleine Überraschung. Ja, mal gucken. So, in diesem Sinne, ich würde eigentlich noch mehr erzählen, aber habe ich jetzt überhaupt nicht gemacht. Schade drum. Bin ich fertig. Hier haben wir, wie gesagt, die fertige Power-Rüstung. Ich finde sie geil. Ich weiß, es gibt noch irgendwelche Power-Rüstung-Stände für das Ding. Wenn ich den kriege, werde ich mir den besorgen. Wenn nicht, dann, ja, mal gucken. Vielleicht lade ich mal irgendwo ein Bild hoch von meiner ganzen Nuka-Cola-Sammlung. Mal schauen. So, liebe Leute, das war's dann mit dem Video. Ich bin fertig für heute. Heute mal ein bisschen anders als sonst. Ein bisschen planlos, ein bisschen total wischiwaschi und laber, paraber, palaber. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und vor allem abonniert den Kanal. Meine Abonnentenzahlen steigen momentan wieder leicht. Das finde ich gut, darüber freue ich mich. Und ich würde mich halt über neue Abonnenten freuen. Vielen lieben Dank. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ja, reingehauen. Tschüss.
Zum Schluss möchte ich euch noch die Facebook-Gruppe Vault-Tec Germany empfehlen. Eine richtig geile Community für Fans von Fallout 1 bis Fallout 76. Wir haben dort auch einen eigenen Discord-Server, wo ihr euch mit anderen Spielern treffen könnt, um zum Beispiel Fallout 76 zu spielen und die Welt von Appalachia zu erkunden. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung.